Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video Schritt 1 der objektorientierten Analyse anschauen und das sind eben die Substantive eines Texts erfassen. Denn diese können eben Klassenkandidaten für unser späteres Klassenmodell darstellen. Und ich habe hier im Skript eben diesen Text, den wir bereits von 4 gewinnt kennen, den ich am Ende des letzten Videos vorgestellt habe, hier nochmal hingeschrieben und wir sehen hier eben, ich habe alle Substantive, also wirklich alles, was man hier als Objekt oder ähnliches in diesem Text identifizieren könnte, fett gemacht und wir sehen hier eben Spiel, Spielbrett, Spieler, Spielsteine, hier wiederum Spielbrett, Spaltenreihen, Spieler, Spielsteine, Spieler, Spielstein, Spalte, freier Platz, hier hat man Spalte wiederum, Gewinner, Spieler, Spielstein, Linie, Spiel, Spielbrett, Spieler, Viererlinie. So, und wenn man sich diese alle anschaut und dann natürlich die Duplikate rauswirft, dann kommt man letztendlich relativ schnell auf diese Liste, die ich mir hier jetzt eben gebildet habe. Ich habe hier ein Spiel, ich habe hier ein Spielbrett, ich habe hier den Spieler, ein Spielstein, eine Spalte, eine Reihe, einen Gewinner und hier habe ich eine Viererlinie sozusagen gebaut. Und das sind jetzt eben wirklich die Nomen, die wir jetzt verwenden können, um daraus Klassen zu bilden. Punkt 1, den ich jetzt noch ausführen möchte, ist natürlich, wir müssen das nicht machen. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, okay, diese Sache hier, die finde ich blödsinnig. Wir werden hier eben, was weiß ich, die Reihe oder die Spalte rauswerfen, weil wir eben bloß auf eine Linie pochen wollen. Also wir haben einerseits die Möglichkeit, dass wir hier eben diese Kandidaten tatsächlich nicht zu einer Klasse machen. Andererseits ist es natürlich auch möglich, dass wir hier in diesem Beispiel vielleicht noch gar nicht alle Substantive, die wir vielleicht wirklich brauchen, also letztendlich Klassen, die das Vier-Gewinnspiel eben repräsentieren sollen, mit hier enthalten haben. Warum sagt keiner, dass dieser Text, den wir hier haben, wirklich vollständig ist? Aber prinzipiell wären das hier eben jetzt erstmal die Kandidaten, wo wir uns überlegen können, okay, zu diesen lege ich jeweils eine Klasse an. Und damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos. Wir werden uns im nächsten Video dann mit Teil 2 der objektorientierten Analyse befassen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis gleich.